Und jetzt laufen die So, zweiten 45 Minuten. hallihallo Die meine lieben erste Freunde, Hälfte zurück war eine zu einer neuen Folge Angelegenheit. Ich FIFA bin gespannt, 22 ob sie nochmal ins Spiel zurückkommen. der zweiten Hälfte vom ersten Teil des neuen, alten neuen FIFAs. Erste Halbzeit das war nicht gut haben wir ja gesehen, wieder. Haben wir sehr gut gespielt. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Wir spielen den Halbprofi. Ich denke mal, man sollte doch eine Stufe schwieriger spielen. Aber erstmal reinkommen. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Oh! Er gibt dem Elfer. Azpilicueta, gelbe Karte. In den Game-Trikots denke ich, das ist irgendwie Dortmund oder sonst was. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Ah, aber, oh. Die Grätsche war alles andere als ja, definitiv gelb. Nein. Jetzt machen wir Messi. Okay. Der ist auch gleich geblieben. Noch ist die Chance. Nein, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Da haut Messi den Elfmeter an den Pfosten. Unglaublich, aber wahr. Dann müssen wir wohl auf den Hattrick von Messi warten. Der aber, ich denke mal, nicht auf sich allzu lange warten lässt. Oh. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Ball bei Lionel Messi. Jetzt haben sie den Ball. Mhm. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Nein. Ich weiß noch nicht, ob ich ganz zufrieden bin. Und klasse durchgesetzt. Mit dem Spiel an sich. Sie holen es sich ist schon irgendwie anders. Halbe Stunde. Er ist frei. Da kann was draus werden. Tja. Komm. Gibt's, der muss passen. Der Ball ist drin. Du dab 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 du dab 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 dab. Ja. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Komm, ja. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Für Bernard. Foul war's und dann spielt die Karte in Ordnung. Immer sehr gute Spiele, hat auch gute Leistung bei PSG. Bei Bayern wurde ausgebotet. Manchmal passt er einfach nicht zum Verein, auch wenn du ein guter Spieler bist. Man sehe auch oftmals Spieler beim BVB. Ciro Immobile. Sind wir gerade an den FIFA-Bug verfallen? Ah, na, endlich! Schuss! Sie machen das Tor! Und das würde ihnen gut tun, auch wenn der Rückstand weiter klar ist. Jorginho! Der Ball geht da unter die Latte. Gut. Boah, da passt alles. 6-1, das ist schon eine richtige Abreibung. An sich ist der Kader von PSG ja schon brutal mit Messi, Neymar und Mbappé. Das ist schon so für Watti sowieso. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Oder auch Donnarumma, 89er ist es. Wie alt ist der Junge? Ich glaube 21? Ne, 22. Also. Icardi. Ja, die Maria. Selbst der Reservetorwart Navas ist. Bombe. Herrera.
Kimbembe. Oh, Ramos ist 69, 71. Naja. Marquinhos ist schon wieder gut. Schauen wir mal, ob sich was bei den Auswechslungen getan hat. Pulisic geht. Hudson-Odoi kommt rein, wie es aussieht. Yep. Also ich bin ganz ehrlich. Wow. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Hat sich nicht viel getan bei FIFA. Leider. Er treibt den Ball nach vorne, ein starker Sprint. Oh, aber gerade so. Stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Und es muss ein Tor werden. Der Pass, stark gemacht. Dreierpack heute für Leo Messi. Wieder einmal eine überragende Partie des Argentiniers. Messi, Messi, Messi. Eindeutiger Spielstand hier so. Und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Das könnte die Gelegenheit geben. Und da ist das Tor. Joa. Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht FIFA mehr. FIFA bleibt dran. FIFA. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Aber es spielt sich auf ganzer Linie. Irgendwie langsamer. Zeit für eine Flanke. Und jetzt die Chance. Boah, nice. Glück war mit dabei. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Ramos geht da gut rein. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Da versucht es per Luft. Naja, war nicht zu stark geschossen. Das war der Fehler. Kommt Jungs, ran. Noch gut 5 Minuten plus Nachspielzeit. Mbappé, Rakete. Schön geschossen. Julian Draxler. Das ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker. Na, viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr. Und so können sie den Fans noch ein paar Highlights liefern. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Es gibt Einwurf. Wir sind in der 88. Spielminute. PSG führt ganz knapp gegen Chelsea. Die ja auch keinen schlechten Kader haben. Jetzt aber nun ja. Hier vielleicht die Chance. Guter Volley-Schuss. Stark gemacht. Er macht sich lang. Ich habe Gerüchte vernommen, die Torhüter sollen besser sein. Den Ball kann er klären. Naja. Schluss, aus, das war's in diesem doch sehr einseitigen Spiel. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Man of the Match, Messi mit 10 Versuchen und 4 Toren. Nicht schlecht, Herr Messi. Und weiter geht's. Skeletons. I've been going out of my mind. Is you giving me way too much adrenaline? Hold the line. I heard a little bump in the door. Joa, möchte ich. Skeletons.
Okay, cool. So, dann sagen wir nochmal Hallo und willkommen im neuen FIFA-Modus. Ja, Ultimate Team haben wir. Den Volta-Modus spielen wir dann mit den verschiedenen Varianten. Schnelles Spiel, Volta-Fußball, das ist wieder cool, kann man mit bekannten Freunden, Kollegen da spielen. Ultimate Team, neue Karriere, Pro-Clubs, da soll sich auch mal was getan haben, glaube ich. Oh ja, doch. Oh, gibt's endlich mal neue Trikots, Embleme, ja, mal gucken. Anpassen. Hieß alles so wie immer. Naja. Schauen wir uns mal so ein bisschen Spielerstärken an. Ja, ja, kennen wir. Mahnen. 83er Dribbling, ist okay. Maschine Haaland. Ja, und wenn der mal Gas gibt, dann bebt alles. Boah, haben die Reus runtergegradet. Sprintgeschwindigkeit 71 bei Reus. 71. Der ist doch schneller als das. Naja. Naja, Bellingham ist auch stärker als das. Der Hut. Wow. Kobel. Oh, Moment. Ist ja immer noch nicht drin, ne? Schade. Darauf hatte ich mich eigentlich richtig drauf gefreut. Die Rede ist von Mokoko. Und wie aktuell ist der Kader? Delaney hat gewechselt. Na, Moment. Ja gut, mit dem Hintergrundmenü ist das Ganze in Ordnung. Updates. Das ist so eine typische FIFA-Musik. Jetzt haben wir es aktuell, aber... Boah, Birki. Übelst Downgrade bekommen, nur noch ein 80er. Prongradic haben wir dabei bekommen. Koulibaly. Boah, der ist aber Müller, Jung. Ansgar Knauf. Tegis. Brandt ist auch sowas von runtergestuft worden. Sprintgeschwindigkeit 69. Brandt ist mehr als das. Boah. Chan 87. Das ist nice. Hummels? Kanji ist immer schnell. Monier macht momentan eine sehr gute Saison. Spielt genial. Jetzt gucken wir mal. Ja. Wie die Arminia so ist. Fußballgott Klose. Hat sich auch nicht viel getan. Wimmer. Mega. 88, 85. Das passt doch. Der ist sauschnell. Hack. Ist auch in Ordnung. Pieper wurde übelst hochgegradet. Sehr geil. Hat er sich auch verdient. Ortega definitiv 2 Punkte zu schwach. Serra. Lass mir Sprintgeschwindigkeit 89. Habe ich aber einen anderen Spieler gesehen bis jetzt. Andrade. Ja, ist okay. Hm.
Oh, Kunze. 70er, nicht schlecht. Krüger möchte ich mitnehmen. Ja, wann ist denn Torwart TH? Torhüter. Den Medina. Okay. Sind da typische Arminia-Werte. Der Ex-Schalker. Na gut. Kann man mal so machen. Wo können wir denn jetzt noch gucken? Ach, gucken wir uns mal gerade die Bauern an. 92 Lewandowski. Abschluss 99. Upamecano. Ja, aber es ist genial. Kann man nichts gegen sagen. Koman ist immer verletzt. Ulreich ist wieder zurück. Richards. Sabitzer. Schade. Der hätte ich auch gerne woanders gesehen. Ich finde Sabitzer. Musiela, 76, das ist gut, ist gut. RB ist auch nur noch Mittelmaß. Alles um die 80er. Dann war Chelsea. Liverpool. Hat eigentlich Liverpool irgendwas gekauft? Das ist doch die gleiche Formation wie letztes Jahr. Ich glaube, Jota ist gekommen. Boah, da hat sich ja richtig nichts getan bei denen. Na gut. Wären wir jetzt mal neugierig, ich würde sagen, wir gucken uns den Karrieremodus an. Tschüss, Mbappé. Aktuellen Kader verwenden. Managerkarriere. Okay, mein Avatar. Ja gut, das lassen wir so. Authentischen Verein, erstelle deinen Verein, erstelle deinen eigenen Verein und beginne deinen Aufstieg an. Das ist ja mal interessant. Wollen wir uns das mal angucken? Erstelle deinen Verein. Ah, stopp! Team ersetzen, okay. Rivalen wählen, Trikotwappen. Oh, wir schauen es uns doch einfach mal an. Kein Spitznamen. Kurzname. Boah. Ach komm, mach mal WGX. Oh. Team FC. Guck mal, aber heute egal. Ja, Bundesliga möchte ich. Ach, jetzt kann man den Verein rausschmeißen. Tschüss. Rivalen. Bochum. Okay.
Okay. Viel Auswahl, viel Auswahl. Erstmal schon schwarz. Weghorst. Ach, nehmen wir jetzt das fertig. Ach, auswählen sehen wir mal was. Verrückteres. Machen wir jetzt wohl, es soll es ja auch hier nicht allzu lange dauern. Wappen anpassen. Skeletons. Was nimmt man denn da mal? Cool. Das Waldstadion, das kennt man ja schon seit Jahren von FIFA. Stadion Olympic, oh. Ivy Lane ist das Standardding schlechthin. Das. Tribüne, Atmosphäre, Fangesänge. Walkout-Hymne. Ja, nehmen wir das. Torsong. Ach, nehmen wir das. Es hat so ein bisschen was von Ultimate Team, wo man sein Stadion macht. Ja, komm, mach fertig. Transferbudget. Übertrieben. Kleiner Verein. Logisch, spielen wir schon in der Champions League. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer.
Somit sind wir in dem gleichen Menü wie immer. Hier können wir wieder trainieren. Mannschaft, was haben wir denn da? Ja, Mentalität, Moral haben wir immer noch. Rufai. Gar nicht so schwach alles. 77er. Teamzentrale. Ja, ja, kennen wir. Kennen wir. So. Gucken wir mal. Okay. Ach. Da wäre jetzt noch ein Dialog drin. Das wäre eigentlich ganz schön. Oh, wir haben 1 Milliarde. Im Endeffekt, wir können jetzt kaufen, was wir wollen. Komm, hier nimmst du den. Kosten 100 Millionen dabei. Wir können es uns ja leisten. Ja, man, nimm den Stift und unterschreib einfach. Ah, ich weiß ja nicht. Echt schon zu Ende? Du bist ja gewieft. Ha, einverstanden. Und wie sieht Pieper aus? Jo, definitiv. So sieht Amos Pieper aus. Schlüsselspieler, aber sicher. Wie lange möchtest du bleiben? Was hältst du vor 5 Jahren? Ja, 5 Jahre ist gut, ja. Jo, machen wir klar. Ah, oh, er gibt aber direkt hier. Er ist aber alles gleich. Jut, jut. Verpflichtet nun direkt. Da ist er. Amos Pieper wird noch ein ganz großer. Super cool. Ja, Training kennen wir ja auch. Mutig, Team FC Will Haaland. Ja, logisch. Gehen wir kurz mal ins Spiel. Er geht siegessicher in dieses Trainerdebüt. Wird ihm heute zum Einstand ein Sieg gelingen? Hm. Aus dem Estadio Santiago Bernabéu in Madrid melden wir uns heute. Immer wieder ein klasse Anblick, diese Arena. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir übertragen Ihnen eine Partie am ersten Spieltag dieses Vorbereitungsturniers. Und zwar vom European International Cup. Klingt nach richtig interessantem Fußball.
Wo stehen die Teams? Was können sie zu diesem frühen Zeitpunkt schon abrufen? Achten wir heute vor allem mal darauf, wie beide personell aufgestellt sind. Das ist die Chance jetzt. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Chance auf den Ausgleich. Immer noch gefährlich. Kein Tor. Schade. Noch ab. Der Trainer macht heute also sein erstes Spiel bei diesem Verein, Buschi. Und ja gut, sonst kommt er jetzt zum Ergebnis. 1-1, safe. Ja gut, jetzt hat man seinen eigenen Verein. Ich finde es jetzt recht unspektakulär, muss ich sagen. Ach, speicher nicht. Ja, dann ist ja die normale Karriere. Oh, ich sag gerade, er macht irgendwelche Tanzmoves. Hier haben wir eine neue Karriere. Pro Clubs. Seasons. Schau mal mein Ultimate Team rein. Habe ich schon per Handy-App gestartet, muss ich dazugeben. Habe da schon ein paar Packs geöffnet. Brachte mir mit allen Verkäufen 24.000 noch was. Habe mir aber auch schon zwei geholt. Team auf der Woche 2. Ein paar Bekannte. Zakaria. Mann. PS5-Version und es lädt und es lädt und es lädt und es lädt und es lädt. So. Ja. Quatsch mir nicht zu, Jung. So, Ziele. Grundlagen. Mit Team kannst du viele Inhalte erlernen. Jo, her damit. Okay. Wow, 150 Münzen. Was holen wir uns da bloß für? Ziele. Saisonfortschritt. Oh, das ist cool. Transfers. Also ihn wollte ich auf jeden Fall haben. Mustad Jabi. Aber den Verein malen, mal gucken, wie der sich so spielt. War relativ günstig, dann dachte ich mir, ach komm, gönn dir. Bei ihm auch. Reussi bin ich übelst enttäuscht von. Aber sonst ist hier alles gleich. Kader runter. Wow. Na, ja, wenigstens haben wir einen guten Torhüter. Ach, cool. Torhüter von Arminia sehe ich jetzt erst. Pele. Pele. Die Pelle. So. In den Verein. Mal gucken, was wir da haben. Gut. Jaha. Aber das ist so ein Standardspieler, den habe ich, den ziehe ich immer. Warum immer Muderhut? Hätte sich wenigstens Rainer sein können.
Albrecht. Wow. Der Position haben wir noch nicht mal was. Gut, machen wir es so. Du gehst dahin. Haben wir noch Innenverteidiger? Wow, gut. Ist ein Deutscher. Wen haben wir da noch? Oh, nur ihn. Naja. Dull. Na, passt doch. Sonst, was haben wir noch? Im Shop. Ein Package direkt für den Mülleimer. Ui, 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 yeah, 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 Was ein Rotz. Naja. Sniper ist cool. Darf ich ihn schon verkaufen? Na, dann halt nicht. Die können wir kaufen. Wieder ein Ziel erfüllt. Dafür bekommen wir ein Item geschenkt. Sniper. Noch eine Belohnung. Bonus Pack Gold. Na dann, Leute, drückt doch mal die Daumen, dass da nur Bescheidenes drin ist. Here we go. Gao Latte. Naja. Kann ich auch nicht. Dann behalten wir das für Squad Building. Spielen ist alles wie immer. Freundschaftsspiele, Einzelspieler Draft, Online Draft, Verein, Stadion. Das Stadion ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Pokale. Oh, das erträumen sich wohl die meisten. Haaland im Bayern-Trikot. Never ever. Naja. Wir haben einen blauen Ball. Kader, da fällt mir gerade was ein. Ich habe doch. Siehste. Den jungen Mann haben wir. Und tschüss. Na, schaut schon mal gut aus. Nein. Menü. Transfers. Ach so.
Wow, Mario Götze 82er hat sich auch nicht viel getan. 69, 67. Irgendwie schade. Irgendwie schade. Dass der so gedowngradet wurde. Ach. Bundesliga. Linksverteidiger. Heftig, wie schlecht manche da geworden sind wieder. Ah, Kanji ist ja schon ganz cool. Steigen wir mal mit ein. Ah, Moment, Moment, Moment. Selbst Hummels ist schon günstig. Emre Can ist wieder teuer. Sprintgeschwindigkeit 87, aber Antritt ist schlecht. Aber der Rest ist okay. Niklas Süle ist auch schon recht günstig. Upamecano, das war klar. Gut, Jarvis muss ich warten. Erste Sané. Tja, was kann man denn noch kaufen für die Bundesliga? Naja. Wird schon als limitierter drin. 80, 82. Aber nicht wirklich stark. Aber vielleicht eine Alternative. Ui, 91. Bellarabi. Auch mal schneller. So viele gute Spieler hat Leverkusen eigentlich gar nicht. Musa Djabi ist da so der coolste. Mukiele. Leimer hatte ich sonst immer ganz gerne, weil der ist auch schwächer geworden. 82, 81, der hätte 85. Alle so schlecht geworden. Was macht EA denn mit den Spielern? Naja. Gut. Dann hat sich bei Ultimate Team jetzt auch nicht so viel verändert. Karrieremodus haben wir uns angeguckt, ist auch nicht viel anders. Volta-Modus, Schnellspielmodi, Freundschaftsspiel, Turniere kann man dann machen, Skillspiele, Trainingsarena und willkommen bei FIFA. Ah, da kann man die Geschichte nochmal spielen. War ja ganz nett gemacht, so mit Frankreich, ganz kurz. Schauen wir mal, was wir noch so bei FIFA erleben werden. Ich werde sicherlich noch mal das ein oder andere Let's Play raushauen oder auch den anderen Stream.
Abonniert einfach meinen Kanal, bleibt dran für weitere Folgen. Ansonsten bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer Dankeschön und bis demnächst. Macht's gut, Leute.